Servus und hallo zurück zu Timelie. Warum habe ich jetzt auf Einstellungen geklickt? Level 1. Los geht's. Kapitel 1. Nicht Level 1, Kapitel 1. So. Wir sind im Level gelandet und können unser Vorgehen planen. Hier nur ein paar Tipps, ne? Okay, er macht uns hier zu und fährt dann da hin und her. Es ist schlecht. Wir müssen ja da durchkommen. Na? Da. Gehen wir einfach mal her. Schauen wir weiter, was er macht. Gut, dann ab hier beginnt er, dass er sie umdreht. Ich finde die Mechanik, es ist halt neue Mechanik, also mal andere. Das finde ich cool. So, und jetzt dreht er sie um und sind wir instant tot. So, das war also schlecht. Machen wir wieder hier. Und hier hinter. Gut. Er dreht sich um, haut ab und wir laufen da raus. Ich habe euch die Level-Zusammenfassung rausgeschnitten. Und die ganzen Level-Zusammenfassungen gibt es in einem separaten Video dann. Wo ist hier das Problem? Okay. Dann gehen wir halt dahin. Soll uns ja keiner sehen. Okay, hier bleiben wir mal stehen. Dann, ab dem Moment, wo er sie umdreht, laufen wir hier hin. Laufen wir hier hinter. Drücken wir da drauf. Laufen wir hier hin. Laufen wir hier raus. Und let's go. Da haben wir. Der macht Dinge. Und sperrt uns hier dann ein. Das ist nicht so gut. Okay. So, ab hier dreht er sich um. Dann laufen wir ihm doch nach. Na, nachlaufen war jetzt nicht die Option der Wahl. So. Jetzt. Na, was machst du? Dem laufen wir jetzt wieder einfach nach. Er dreht sich schon wieder um. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu voreingenommen und zu nachlässig, weil ich es halt schon mal gespielt habe, ne? Level 4. Eben, es sind nur die Cuts drin, weil ich euch halt immer die Zusammenfassung rausschneide und sonst muss ich ja zweimal spielen. Also, ne?
Gut, du fährst vor, fährst zurück. Fährst vor, fährst zurück. Hier hin. Hier hin. Einmal. So, du musst mich sehen. Und machen wir zweimal. Okay. Tür vor der Nase zugemacht. Und Abflug. Level 5. In der Zwischensequenz ist eine Katze aufgetaucht. In der Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ich es euch reingeschnitten habe. Wahrscheinlich schon, irgendwie. Ist ja relevant, ne? So. Okay. Okay, du läufst dahin. Heißt, hier bin ich safe. Nicht zu viel Zeit verschwenden. So. Dann holen wir das Teil da. Gehen wir dahin. Und da sieht er mich. Holen wir das Teil. Gehen wir hier hin. Okay, er geht einfach wieder an seine Ausgangsposition. Das heißt, ich kann daher. Und das reparieren. Und raus. So. Wo geht's jetzt wieder hin? Kann ja nicht sein, dass das schon Kapitel 1 war, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Beziehungsweise, nein, es waren mehr Levels pro Dingens. Ja, bloß kurz mal Pause gemacht, damit ich sehe, welcher Level. Level 7. Und die Dinger sind jetzt spannend. Da haben wir nämlich jetzt neue Mechaniken. Und zwar Zurücksetzer. Die reparieren eine Brücke, setzen das Level, aber dann weitestgehend zurück. Und
wie ich das Ganze schneide. Jetzt auch keine Ahnung. Gut. Die Brücke. Ja, drück mal. Okay. Da, da, hier reinlaufen. Schaffen wir das so? Müssen wir schon schaffen. Ja, ganz, ganz knapp. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. Nee. Dann muss ich jetzt einfach warten, bis der da wieder vorbeiläuft. Gut. Hier drücken wir mal. Okay, und dann sobald er rausläuft, kann ich hier das Ding reparieren und es wird wieder zurückgesetzt. Ja, jetzt wird die Brücke repariert. Okay. Brauche einen roten. Ich muss das reparieren. Hier bei roten. Nee, erstmal nehmen wir das und reparieren wir das. Gehen wir darüber. Drückt man da mal hierher. Dann laufe mal hier hin. Das Teil. Ich hab nicht gedrückt gehabt. Ja, doch, habe ich schon. Okay, hol das Teil. Dann laufe mal hier hin. Lauf darüber. Schalt hier wieder um. Reparier mal das. Geh dahin. Hierhin. Drücken. War schlecht. Ja, war gar nicht schlecht. Er sieht nicht so weit. Jetzt kann er einfach rauflaufen, oder? Nee, kann ich nicht. Machen wir da kurz Zwischenpause. Ja. Jetzt. Okay. Und erledigt. So. Und das war tatsächlich Level 1. Ein Kapitel.
Eins. Da haben wir beim ersten Mal spielen wesentlich blöder angestellt. Aber klar, wenn man es kennt, Rätsel spielen, ne? Egal. Hat mir gut gefallen und ich bin nach wie vor der Meinung, ich will das auf meinem Kanal haben. Auch wenn es halt mal kein Blind Play ist. So, nächstes Mal geht's weiter mit Kapitel 2. Schauen wir, ob wir das auch in einem Video schaffen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.